Thaler bei euremilch.com. Ich möchte mit euch heute Mandeltaler zubereiten. Und wir brauchen dafür einen Mandelmürbeteig, gehobelte Mandeln, Eiklar zum Bestreichen und Marillenmarmelade zum Füllen. Ich habe meinen Teig ausgerollt und steche einmal runde Scheiben aus. Ich habe meine Scheiben jetzt auf das vorbereitete Backblech gelegt und bestreiche sie einmal mit Eiklar und dann bestreue ich sie mit gehobelten Mandelblättchen und drücke sie auch ein ganz klein bisschen fest. Sie sollen ja beim Backen haften bleiben. Die Marillenmarmelade habe ich aufgekocht und die Hälfte der Kekse, der gebackenen Kekse, umgedreht und jetzt setzen wir auf die Marillenmarmelade die zweite Keksscheibe auf und drücken sie ein wenig fest und lassen sie dann so abkühlen. Die fertigen Mandeltaler halten sich in der Keksdose circa 4 bis 6 Wochen und das genaue Rezept zum Nachlesen mit Bild für Bild Anleitung und Backvideo gibt's wie immer unter www.euromehl.com.